So, wir wollen nochmal aufstehen und zusammen beten. Wir begrüßen auch alle online hier. Macht euch gleich eins im Gebet. Jesus, wir sagen dir Danke, dass heute während diesem Gottesdienst, während dieser Predigt, dein Wort Herzen verändert, dein Wort Wahrheit bringt, dein Wort Gefangenen Freiheit verschafft und Ketten gebrochen werden in Jesu Namen. Heiliger Geist, wir laden dich ein, dass du unser Herz jetzt erfüllst, unsere Ohren aufmachst, unser Herz aufmachst und dass dein Wort Veränderung bringt. Und alle sagen, Amen. Du darfst gerne Platz nehmen. Vor ein paar Jahren war ich eingeladen zum Essen. Ja. Mit einem befreundeten Ehepaar und diese Gastgeber haben sich richtig schön vorbereitet. Die haben gedacht, was kann man Schönes dem Daniel machen? Und haben die besten Fischdinge gekauft und das Schönste und Beste vorbereitet. Nur mag ich halt keinen Fisch. Und wir kommen da an und die voller Freude, der Daniel hat jetzt das Allerbeste vom Besten hier. Und ich höre nur, was es zu essen gibt und sage, Halleluja. Mission, let's go. Habe ich hingesetzt, so wie wir es in der Mission machen. Nase zu, runterschlucken. Die Bibel sagt ja, wenn ihr irgendwo hinkommt, dann esst, was euch vorgesetzt wird. Das ist Mission. Oder? Dieses befreundete Ehepaar neben mir, die kannten mich länger und die wussten, alles geht, aber das geht nicht. Seitdem ziehen sie mich immer auf und sagen, Daniel, heute gibt's Krabben und heute gibt's Jakobsmuscheln und heute gibt's... Und haben eins verstanden, das kann ich nicht ausstehen. Gibt es etwas in deinem Leben, was du nicht ausstehen kannst? Vielleicht bist du im Geschäft und da kommt immer der gleiche Kollege. Und bei dir kommt dann so... Du kommst in die Gemeinde und genau die Person muss genau neben dir sitzen. Du kommst nach Hause und die Nachbarn machen genau das Gleiche schon wieder. Du kommst nach Hause und die Socken liegen schon wieder darum. Und wenn man Dinge, die man nicht ausstehen kann, permanent erlebt, dann bringt das nicht gerade großen Frieden, oder? Weißt du, dass Gott auch bestimmte Dinge nicht ausstehen kann? Was kann Gott nicht ausstehen? Was Gott nicht ausstehen kann, unser Thema heute. Wisst ihr, mein Essen ist gerade egal. Die Socken bei dir zu Hause sind zwar nervig, aber ist auch gerade egal. Was aber Gott nicht ausstehen kann, sollten wir vermeiden. Denn es wird dramatischen Einfluss haben auf dein ganzes Leben. Sollen wir lesen, wo steht? Lasst uns mal die Bibel aufschlagen. In Sprüche Kapitel 6. Sechs Dinge sind es, die dem Herrn verhasst sind. Die letzten zwei Worte alle zusammen. Verhasst sind. Also nicht nur, er kann es nicht ausstehen, sondern er hasst es richtig. Aber Gott ist doch Liebe. Ja, wenn du in der Liebe bleibst, wenn du in Christus bleibst, dann bist du in der Liebe. Aber es gibt bestimmte Dinge, die ihm verhasst sind. Und sieben sind es, die seiner Seele ein Greuel, oder sind da seine Seele ein Greuel? Jetzt kommt's. Stolze Augen, falsche Zunge und Hände, die unschuldiges Blut vergießen. Ein Herz, das heillose Anschläge schmiedet. Füße, die eilig dem Bösen nachlaufen. Wer Lügen vorbringt als falscher Zeuge. Und wer freien Lauf lässt dem Zank zwischen Brüdern. Okay, damit es ein bisschen deutlicher wird, lesen wir das Gleiche noch einmal mit der Hoffnung für alle Übersetzung, damit es klarer wird. Sechs Dinge sind dem Herrn verhasst und das siebte verabscheut er. Augen, die überheblich blicken, eine Zunge,
die Lügen verbreitet. Hände, die unschuldige Menschen töten. Ein Herz, das finstere Pläne schmiedet. Füße, die schnell laufen, um Böses zu tun. Eine Zunge oder ein Zeuge, der falsche Aussagen macht. Ein Mensch, der Freunde gegeneinander aufhetzt. Lass mal die sieben Dinge mal hier auflisten, hier zusammen. Hier vorne seht ihr sie. Die sieben Dinge, die Gott hasst oder ihm ein Greuel sind oder der er verabscheut. Dinge, die er nicht ausstehen kann. Also noch schlimmer wie die Socken, die rumliegen. Ja, sind aus Gottes Sicht stolze Augen. Punkt Nummer zwei, eine Zunge, die Lügen verbreitet. Nummer drei, Hände, die unschuldiges Blut vergießen. Nummer vier, ein Herz, das finstere Pläne schmiedet. Nummer fünf, Füße, die eilig dem Bösen nachlaufen. Nummer sechs, ein falscher Zeuge. Und Nummer sieben, das ist ihm ein Greuel, nämlich Brüder gegeneinander aufhetzen. Die Stimmung sinkt, spüre ich, aber sie wird wieder wachsen. Ja? Wir schneiden die Sachen jetzt hier raus. Einverstanden? Die Sachen beerdigen wir heute. Und wir nehmen das Gegenteil an. Um das rauszuschneiden, muss man es aber angucken. Wie so ein Blinddarm. Wenn du es nicht rausnimmst, bringt es tot. Also wenn ein Blinddarm irgendwie bricht und so, musst du akut handeln, um das rauszuholen. Und das machen wir heute. Wir handeln akut, um das rauszuholen, damit am Ende Leben geschieht. Punkt Nummer eins, was hier Gott hasst oder was er nicht ausstehen kann, sind stolze Augen. Das Wort Stolz im Hebräischen, naja, ich würd sagen Ruhm, wahrscheinlich ist es falsch ausgesprochen. Gibt es hier irgendjemand, der Hebräisch lesen kann? Hebräisch? Irgendjemand? Nico, du hast doch bestimmt ein Mikro. Mikro, hast du bestimmt ein Mikro hinten, oder? Kannst du das mal, jetzt heute predigen wir zusammen, Nico. Genau, kannst du das mal gescheit vorlesen? Also wir machen heute Predigt zusammen. Genau, stolz. Hebräisch. Tja, so viel habe ich nicht am hebräischen Wissen. Kannst du was damit anfangen? Ja, das ist schon richtig ausgesprochen, also mit Rum. Rum, ja? Okay. Wenn es was Gutes wäre, würden wir alle zusammen jetzt sprechen, machen wir nicht, ja? Weil Tod und Leben sind in der Gewalt der Zunge. Ja? Achtung, dann kommen noch mehr Worte, ja? Muss ich gleich vorbereiten. Also, was ist Stolz? Was bedeutet stolze Augen? Dieses Wort Rum im Hebräischen heißt sich selbst erheben. Demut ist genau das Gegenteil. Man ehrt den anderen höher als sich selber. Sichtbar wird Stolz durch die Augen. Also deine Körperteile, Hände, Füße, Augen und so weiter, alles, was wir gleich heute anschauen, können zum Werkzeuge der Gerechtigkeit werden oder sie können zum Werkzeug des Teufels werden, die Gott hasst. Dinge, die er dir gegeben hat, neutrale Sachen, dein Körper, kann zur Gerechtigkeit oder zur Sünde benutzt werden. Deine Augen haben die Eigenschaft, dass wenn du dich im Herzen selbst erhebst, dass es aus deinen Augen rausscheint. Stolze Augen, diese Dinge hasst Gott. Was sind stolze Augen? Überheblichkeit und Arroganz, denn auf andere herabsehen, meistens immer so. Was willst du mir sagen? Sieht man in den Augen, oder? Deutlich in den Augen. Mögliche Formen von diesem Stolz sind seine eigene Position, seinen eigenen Dienst in der Gemeinde höher achten als den Dienst des anderen. Achtet einander höher als euch selbst. Das ist Demut. Stolz ist, sagt, ich bin der Wichtigste, ich bin das Zentrum. Also eins kann ich euch sagen, Daniel Exler ist nicht das Zentrum. Das Zentrum ist Jesus Christus. Und wir erachten einander höher wie uns selbst. Die wichtigsten Leute die letzten Tage waren die Putzleute, oder? Die wollen wir mal erheben, oder? Yes. Ja, genau. Es sind die Leute, die im Hintergrund alles machen und die nicht gesehen werden, die nicht auf der Bühne sind,
Aber die wissen eins, wir erheben Gott damit. Und eines Tages wird es Lohn geben im Himmel. Das wissen die. Ja? Und ich lade dich ein, dass deine Augen nicht stolz schauen oder stolz sehen, weil du den anderen höher achtest als dich selbst. Ja, also achte anderen höher als deine eigene Position, deinen eigenen Dienst und so weiter. Mögliche Formen vom Stolz können auch Rassismus sein. Wenn du bei uns bist, musst du unsere Regeln befolgen. Auch durch die Augen sichtbar. Reiche können auf Arme herabsehen, aber andersrum auch. Arme können auf Reiche herabsehen. Genau das Gleiche. Stolz kann auch sein, sich selber für besser halten als eine andere Denomination. Also, wir sind die Einzigen, die richtig sind. Wenn man sowas sagt, geht es schon Richtung Sekte. Wenn man denkt, man ist der Einzige. Wir sind keine bessere Denomination wie irgendjemand anderes oder eine bessere Gemeinde oder was auch immer. Wir dienen dem Besten und das ist Jesus Christus. Wir tun das Beste, was wir haben, nämlich geben uns selber dahin. Ich kann euch eins sagen, wir haben einen Haufen Fehler hier drin. Also perfekt sind wir nicht, aber wir dienen dem Perfekten. Und das ist Jesus Christus, ja. Und ich lade dich ein, schau nicht auf die Nächsten rüber und denkst, oh, die machen alles falsch und die machen alles falsch und diese Denomination, diese Gemeinde und dieser Pastor ist alles falsch. Nein, 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 das sind stolze Augen. Mach das nicht. Jesus gibt dieses Gleichnis mit dem verlorenen Sohn und da ist dieser stolze Bruder, der zu Hause geblieben ist. Kennt ihr die Geschichte? Er ist von der Seite, die Pate ist dort und sagt, der da, für den schlachtest du das Kalb? Er schaut mit stolzen Augen. Der Vater kommt und versucht, ihn zu drehen. Er versucht, mit Barmherzigkeit ihn zu ergreifen. Und dann spricht er mit stolzen Augen, dieser, dein Sohn. Es war sein Bruder. Dieser, dein Sohn. Wie viele Christen reden heute über dieser, dein Sohn? Nein, der Vater sagt, es ist dein Bruder. Er war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wieder gefunden worden. Er hat wieder ewiges Leben bekommen. Und ich lade dich ein, auch wenn andere Ebenen haben, lass uns niemals mit stolzen Augen schauen. Lass uns den anderen höher achten wie uns selbst. Und die anderen haben auch irgendwelche Erkenntnisse, die wir nicht haben. Aber letztendlich ist es sein Leib. Und aus der Sicht des himmlischen Vaters sind wir Brüder. Nicht diese, dein Sohn. Wir sind Brüder alle zusammen. Lass uns zusammen Gott erheben und den anderen höher achten wir uns selbst und niemals stolze Augen in uns zulassen. Amen? Amen. Stolz auf seine eigene Meinung sein und auf andere herabsehen, die anders denken, das ist Stolz. Das haben wir die letzten 4 Jahre dramatisch krass erlebt. Soziale Medien haben dich aufgewimmelt und wahrscheinlich hast du auch ganz viele Nachrichten, Videos gesehen und Sachen, zum Beispiel, wo wir die Corona-Impfung hatten. Bist du geimpft oder bist du nicht geimpft? Ich weiß nicht, wie oft wir diese Frage bekommen haben. Bist du für Ukraine oder bist du für Russland? Bist du für Israel oder für das andere? Bist du für oder dagegen? Zu welcher Gruppe gehörst du? Dann sagst du irgendwas und schon kommen stolze Augen. Eins haben beide verloren, beide sind daneben. Vielleicht haben sie inhaltlich recht, irgendeine Gruppe. Aus himmlischer Sicht haben sie stolze Augen und haben beide verloren. Wir gehören nicht zu der Gruppe links oder rechts. Wir gehören zur Gruppe Jesus. Wir sind versetzt in das Reich seines geliebten Sohnes. Und da ist es gerade egal, ob du reich bist oder arm bist, ob du mit Corona oder ohne Corona, ob du links oder rechts denkst. Wichtig ist, dass du Jesus Christus als Herrn und Heiland angenommen hast. Das ist entscheidend. Und lass nicht zu, dass eine Distanzierung, eine Spaltung zustande kommt zwischen Brüdern. Zwischen Brüdern, nur wegen irgend so einem Quatsch, was jemand was anderes denkt, der auch manipuliert wurde durch andere Medien. Hör auf, diese ganzen Medienmüll dir reinzuziehen und lest das Wort Gottes lieber. Das Wort heilt die Medien, die aus bestimmten Augen des Stolzes herauskommen, die spalten. Jesus ist gekommen, um die Gemeinde in Einheit zusammenzuführen, nicht um sie zu spalten.
Wisst ihr, Himmel und Erde werden vergehen, aber mein Wort wird niemals vergehen. Diese ganzen Theorien auf dieser Erde, sie werden alle vergehen. Vollständig alle. Und wenn ich jetzt versuche, irgendeine Erklärung dir zu machen, dann wird die in fünf Tagen sowieso wieder alt sein. Bringt genau gar nichts. Aber ich lasse eins nicht zu. Ich lasse nicht zu, dass stolze Augen in mein Herz hineinkommen. Bitte, bitte, bitte. Mach es zum größten Feind deines Lebens, dass Stolz in deine Augen reinkommt. Deswegen ist Satan gefallen. Lass bitte nie zu, dass irgendjemand irgendwie denkt und du denkst, mit dir will ich nichts zu tun haben. Es ist dein Bruder. Lassen wir stolze Augen aus der Gemeinde raus. Ja? Dann, Stolz kann auch sein, wenn du keine Korrektur annimmst und sich nichts sagen lässt. Also ich weiß nicht, wie oft ich solche Gespräche habe. Leute sitzen vor mir und sagen, von dir lasse ich mir nichts sagen. Na, herzlichen Glückwunsch. Wisst ihr, mich persönlich stört das ja auch nicht. Ist mir auch gerade egal. Aber Leute zerstören teilweise ihre Berufung damit. Weil stolze Augen reinkommen. Wisst ihr, wir haben hier ein wunderbares Ehepaar. Erik, ihr habt ja gesagt, ich erwähne dich, ja, wenn du da bist. Wenn du nicht da bist, dann werde ich dich da erwähnen. Genau. Erik und Dascha, ja. Wunderbares Ehepaar. Könnt ihr kurz aufstehen? Die sind wunderbare Eltern, ja? Jawohl. Ich habe eine Frage. Ihr als erfolgreiche Eltern, ja? Genau, da kommt euer Kind. Wunderbar. Kann euer Kind sagen zu euch, ich entscheide mich ab heute, ihr sagt mir ab heute nichts mehr? Kann sie sowas machen? Also grundsätzlich würdet ihr das erlauben? Sagen, können sie es? Würde es eine Auswirkung haben? Nein. Ihr habt Autorität bekommen als Eltern für euer Kind. Und weil ihr das Kind liebt, sprecht ihr auch Dinge hinein, die das Kind zwar nicht versteht, aber wenn es annimmt, zum Besten dienen wird. Und ja, wir segnen euch in Jesu Namen. Jawohl, jetzt, das Kind will gehen, ja. Wisst ihr, mit diesem Beispiel will ich euch zeigen, manche Menschen in der Gemeinde denken, die Eltern haben mir nichts mehr zu sagen. Ich mache meinen eigenen Weg. Ich habe es besser kapiert und verstehen gar nicht, dass Gott eingesetzt hat. Kein Kind kann doch entscheiden, du, ab heute bist du nicht mehr meine Mama und ich werde auch, Halleluja, ciao. Naja, anderes Ziel, ja. Genau, ab heute werde ich mir nichts mehr sagen lassen von meinen Eltern. Das funktioniert nicht. Wenn du so alt bist wie das Kind. Weil Gott hat es eingesetzt, Vater und Mutter. Und Gott hat eingesetzt Apostel, Propheten, Hirten, Lehrer, Evangelisten in die Gemeinde. Damit die Gemeinde in die Einheit führen. Und es geht nicht darum, dass das Kind versteht, was die Eltern machen wollen, sondern dass sie im Gehorsam keine stolzen Augen zulassen. Aber in der Gemeinde plötzlich denken wir können das alles machen, wie wir denken. Lass mir nichts mehr sagen. Diese Art der individualistischen Denkens sind direkte Augen des Stolzes. Bitte schmeiß diesen Stolz raus. Ansonsten schmeißt der Stolz dich raus. Ich habe zu viel gesehen von diesen Dingen. Bitte, bitte nimm Korrekturen in Liebe an. Weise sie nicht ab. Prüft natürlich alles und das Gute behaltet, das ist ganz, ganz wichtig. Aber bitte lassen wir stolze Augen aus der Gemeinde rauswerfen. Amen. Amen. Nummer zwei, eine Zunge, die Lügen verbreitet. Das Wort Lügen, Nico, jetzt bist du wieder dran. Ich tu mal nichts sagen. Schikär. Schikär. Also eine Zunge, die Lügen verbreitet. Was ist dieses Lügen? Schikär. Auf Deutsch heißt es, Lüge, also jemand etwas vortäuschen, Unrecht, Betrug oder Unwahrheit. Die Zunge, also neben den Augen, wo wir gerade waren, die Zunge ist ein Glied, das Schlimmste am ganzen Körper, sagt Jakobus. Es kann Feuer anzünden. Und wenn die Zunge auch noch Lügen verbreitet, also Schekär macht, jemand etwas vortäuscht, Unrecht, Betrug und Unwahrheit, ist es eine Sache, die Gott nicht ausstehen kann. Er hasst so etwas.
Deine Zunge soll eine Zunge der Gerechtigkeit sein und nicht etwas, was Negatives spricht. Psalm 34, die kennen wir ja gut, diesen Psalm, weil es ist unser Gemeindepsalm. Und jetzt Vers 14, da steht drin, hüte deine Zunge vor Bösen und deine Lippen vor betrügerischer Rede. Oder Sprüche 18, Vers 21 ist sehr bekannt. Tod und Leben sind in der Gewalt der Zunge. Wer sie liebt, wird ihre Frucht essen. Das, was du sprichst, produziert Tod oder Leben. Ich lade dich ein, sprich Leben. Es liegt in deiner Zunge. Es liegt in deinem Mund. Das, was du aussprichst über deine Kinder, über deine Zukunft, über deinen Körper, über die Gemeinde, produziert Tod oder Leben. Jakobus 1, Vers 26, wenn jemand meint, er diene Gott. Liebe Leute, wer von euch meint, er dient Gott? Okay, 20%. Also, wer von euch ist ein Diener Gottes? Wunderbar. Die Bibel sagt, wenn jemand meint, er diene Gott. Das ist jetzt für uns, oder? Also hört zu, das ist für uns. Wenn jemand meint, er diene Gott und zügelt nicht seine Zunge, sondern betrügt sein Herz, dessen Gottesdienst ist vergeblich. Vergeblich, Ende. Also wenn du denkst, Mann, ich bin immer da beim Gottesdienst und alles ist wunderbar und schau mal, wie toll ich, was für ein Vorbild Christ ich bin. Hast aber nicht verstanden, dass du deine Zunge zügeln musst, sagt das Wort, dein Gottesdienst ist vergeblich. Vergeblich ist vergeblich. Deswegen lassen wir unsere Zunge als Werkzeug der Gerechtigkeit, nicht als Werkzeug der Zerstörung. Amen? Amen. Gott liebt Wahrheit und ist selbst die Wahrheit. Denn Jesus selber sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater allein durch mich. Wahrheit ist keine Theorie. Es ist auch nicht deine Meinung. Wahrheit ist eine Person und das ist Jesus Christus. Es ist das, der am Kreuz gesagt hat, es ist vollbracht. Das ist die Wahrheit. Also es ist kein Buch, wo du liest, wo du irgendwas verstehst an irgendwelchen Sätzen, sondern es ist eine Beziehung zu dem, der die Wahrheit ist. Es ist Jesus Christus. Und weil Gott selber die Wahrheit ist und die Wahrheit liebt, hasst er, wenn deine Zunge die Lüge spricht. Okay? Weil du rausgehst aus diesem Bereich der Gerechtigkeit. Jede Lüge geht gegen Gott und ist verhasst in seinen Augen, egal ob klein oder groß. Also kleine Lüge oder große Lüge. Ganz oft kommt es auch vor, dass wir uns selbst belügen. Also wie oft höre ich das, wenn Leute vor mir stehen und irgendwas erzählen. Und sie belügen sich selber. Sie versuchen mich zu überzeugen. Und ich denke, hallo, geht's noch? Man merkt, sie haben wochenlang sich vorbelügt. Also sich selber belügt. Und sind mit so einem Gedankengebäude stehen sie vor mir und versuchen mich auch noch zu überzeugen. Und reden so unlogisches, zerstörerisches Zeug, dass am Ende, wo ich denke, hallo, geht's noch? Weil sie zugelassen haben, dass ein Same der Bitterkeit in ihr Herz reinkommt und sie versuchen, andere Leute zu überzeugen. Und dahinter steckt Parteiung, ist ein Werk des Fleisches, wird gleichgestellt wie Hurerei. Dann findest du eine Parteiung, eine Gruppe, und die hatten wir die letzten 4 Jahre ziemlich oft, diese Gruppchen. Gruppe, 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 dafür, dagegen, dafür, dagegen, dafür, dagegen. Wir sind nicht dafür, dagegen, wir sind für Jesus. Und ich lade dich ein, lüg dich nicht selber voll, sondern nimm das Wort und lass das Wort in dir Frucht bringen und Veränderung bringen. Ja, das ist das Entscheidende. Genau. Wie können wir mit einer Einfachheit lügen, wenn wir wissen, dass Gott selbst Lügen hasst? Punkt Nummer 3, Hände, die unschuldiges Blut vergießen. Das Wort unschuldig, Nico, du bist wieder dran. Ja, Naki. Unschuldig ist ein gutes Wort, können wir mal zusammen sagen. Naki. Haben wir es drauf, Nico? Hebräisch? Ja, wunderbar. Das war jetzt Lektion Nummer 1, ja. Naki, unschuldig. Was ist unschuldig? Was bedeutet das Wort unschuldig? Ist sauber, klar, befreiend und unschuldig. Achso, sorry, ja, genau, rein. Und wenn deine Hände, jetzt kommen wir zu den Händen, wir waren gerade bei den Augen, wir waren bei der Zunge, jetzt sind wir bei den Händen, etwas Sauberes, Klares, etwas, was befreit wurde, etwas, was unschuldig ist, tötet, das hasst Gott.
Da gibt es eine Bibelstelle. Jesus sagt, wenn jemand einer dieser Kleinen zum Abfall verführt, für den wäre es besser, dass ein Mühlstein in seinen Hals gehängt wird und er absäuft. Voll krass, oder? Warum? Weil diese Leute unschuldiges Blut vergießen. Wiedergeborene Leute bedeutet, sie sind befreit von der Macht der Finsternis. Also dieses Naki, rausgeholt. Und jemand, der sie wieder verführt, für den ist besser, dass er selber säuft. So krass ist Jesus gegen unschuldiges Blut. Du bist unschuldig, weil du befreit wurdest durch das Blut Jesu. Nicht wegen deinen Taten, sondern wegen sein Werk, das du im Glauben angenommen hast. Du bist befreit, du bist sauber, du bist klar und unschuldig aus der Sicht Gottes. Bleib auch da drin. Aber was ist das ganz konkret bei uns heute? Wer könnte unschuldiger sein als ein ungeborenes Baby? Weltweite Schätzungen betragen das oder sagen, dass es ungefähr 73 Millionen Abtreibungen pro Jahr gibt. 73 Millionen Abtreibungen pro Jahr, die unschuldiges Blut vergießen. Ich war vor kurzem auf einem Seminar. Also ich reise jetzt irgendwo immer rum und da kommt ein Arzt zu mir, ein wiedergeborener Arzt, und sagt mir: Daniel, wir haben doch Fachkräftemangel in Deutschland, gell? Ja, weil wir sie alle weg abgetrieben haben. Ich bin froh, dass meine Eltern nicht aufgehört haben bei Nummer 5, sondern Leben geschenkt haben. Wenn du schwanger bist, gib deinem Kind Leben, kein Tod. Vergieße nicht unschuldiges Blut. Was könnte das noch sein, jetzt außer Schwangerschaft? Sogenanntes Rufmord. Kennt ihr das? Rufmord. Gibt es drei Sachen, die auch im Strafgesetzbuch drin sind. Also eine Straftat mit Gefängnisstrafe sogar in Deutschland. Sogenannte Verleumdung, üble Nachrede oder Diskreditierung. Das sind drei Dinge, die auch im deutschen Strafrecht drin sind, die man mit Gefängnisstrafe oder mit Geldstrafe eben bekommt. Verleumdung, also Dinge falsch sagen, üble Nachrede, Diskreditierung. Wenn sogar schon das Gesetz es verbietet, wenn es schon von Gott verhasst ist, warum machst du das dann? Hör auf, ab heute üble Nachrede zu machen. Keine Verleumdung mehr im Reich Gottes, in der Gemeinde. Kein Rufmord mehr und keine Runtersetzen von Leuten, damit du höher gesetzt bist. Fang an, Worte des Lebens zu sprechen. Warum? Weil du gehst gegen die, die Jesus befreit hat. Unschuldiges Blut wird hier zerstört. 1. Johannes Kapitel 3, Vers 15 sagt, Achtung, jetzt wird's scharf. Jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Menschenmörder. Noch einmal, damit es klar wird. Jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Menschenmörder. Es ist so. Und ihr wisst, dass kein Menschenmörder ewiges Leben bleibend in sich hat. Der Hass gegen die Brüder, gegen die, die Gott befreit hat, dieses Naki, also dieses Unschuldig, ja, befreit hat. Und du gehst gegen Hass gegen deine eigenen Brüder. Ist aus biblischer Sicht, ich weiß, heute ist ein bisschen hart, aus biblischer Sicht ist das Gleiche wie ein Menschenmörder. Du denkst, ja, ich mache doch gar nichts, ich rede doch nur. Es ist aus biblischer Sicht höchst scharf, wenn du nur redest und gegen deinen eigenen Bruder. Bitte lass niemals zu, auch wenn er komische Theorien glaubt, links und rechts, dass eine Wurzel der Bitterkeit in dein Herz reinkommt und dass ein Hass gegen deinen Bruder oder deine Schwester aufkommt. Bitte, bitte, bitte schmeiß diese Hände, die unschuldiges Blut vergießen, raus in Jesu Namen. Punkt Nummer 4. Ein Herz, das finstere Pläne schmiedet. Das Wort Herz, jetzt brauchen wir dich wieder, Nico. Lev oder Levav. Alles zusammen. Lev oder Levav. Was war jetzt richtig? Ja, okay, alles klar. Lev oder Levav, ja. Das Herz.
Was ist dieses Herz? Wir haben beim letzten Mal haben wir das hier gebaut, weißt du noch, mit Geist, Seele, Leib, Herz und Fleisch und so. Haben wir zusammengebaut hier. Was ist dieses Herz? Es ist die Kombination aus Geist und Seele, da wo dein eigentlicher Mensch drin sitzt. Das Tiefste überhaupt sitzt im Herzen. Was ist dieses Herz? Das Herz ist der innere Mensch, es ist der Wille, dein Herz, dein Verstand, die Seele oder das Herz des Menschen. Es ist der Sitz der Emotionen und Leidenschaften und deines Gewissens. So, also wenn in diesem Bereich, ich fasse mal zusammen, in deinem Herzen oder in dem inneren Menschen, innen drinnen, bei dir, wo keiner reinschauen kann, wenn da drin etwas reinkommt, was finstere Pläne sind, das hasst Gott. Warum? Weil die Bibel das sagt, ein Herz, das finstere Pläne schmiedet. Das Wort finster, brauchen wir dich wieder, Nico? Finster. Ein weiterklicken bitte. Jawohl. Ja, das ist Aven. Aven, ja, finster. Das Wort Aven oder dieses Finster heißt, in deinem Herzen passiert etwas, nämlich Ärger, Bosheit, Götzendienst oder Ungerechtigkeit. Das bedeutet, du sitzt zu Hause nach dem Gottesdienst, denkst nach und plötzlich kommen diese Aven-Gedanken in dein Herz. Also, ein Ärger, Bosheit, Götzendienst und Ungerechtigkeit kommt rein in diesem Moment und du denkst nach und du lässt es einfach gewähren, dann passiert etwas in deinem Herzen, dass finstere Pläne sich entwickeln in deinem Herzen und diese Eigenschaft hasst Gott. In deinem Herzen soll nur Liebe, Freude, Friede, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit sein und nicht finstere Pläne reinkommen. Kann ich einen Amen hören? Amen. Lass uns diese finsteren Pläne aus unserem Herzen rausschmeißen. Punkt Nummer 5, Füße, die eilig dem Bösen nachlaufen. Es gibt Leute, die haben Füße, ja? Wir haben Füße, ja? Genau. Und die Füße sind ja grundsätzlich neutral. Du läufst halt irgendwo hin, ja? Aber du kannst damit Negatives tun oder Gutes tun, so wie alle Körperteile. Die Füße sind aus Gottes Sichtweise dazu da, wir kommen gleich dazu, um was Gutes zu tun, aber das Negative ist, es gibt Füße, die eilig dem Bösen nachlaufen. Was ist dieses Wort nachlaufen? Was heißt das? Mahar. Also wem soll man nachlaufen? Jesus, ja. Und nicht dem Bösen nachlaufen. Mahar, das heißt sich beeilen, hasten, schnell, plötzlich. Ich muss mal hier kurz stehen bleiben. Menschen kommen regelmäßig zu mir und sagen, Dani, ich muss heute eine Entscheidung treffen. Zu 99% weiß ich, dass es nicht der Geist Gottes war, der sie treibt. Es ist das Böse, das dich in die Enge drückt. Du musst entscheiden, schnell, Druck und so weiter. Das ist der Treiber, der Teufel. Das Stecken des Treibers ist aber zerbrochen durch Jesus Christus. Wir werden getrieben vom Heiligen Geist. Und wenn er kommt, dann macht er es mit Liebe, mit Freude, mit Frieden im Herzen. Und er wird dir keinen Stress machen. Er gibt dir die Zeit, die du brauchst. Also bevor die Geschichte überhaupt losgeht, die Leute sagen, ich muss heute entscheiden. Weiß ich schon, Inhalt wird daneben gehen. Warum? Weil dieses Nachlaufen, dieses ist nicht auf Gott gerichtet, sondern auf das Negative gerichtet. Achte bitte drauf, wem du nachläufst. Wem folgst du? Wen verfolgst du? Was musst du immer als allererstes haben? Diesen Leuten läufst du nach. Wem oder was läufst du nach? Ja? Das ist das Wort nachlaufen. Und dann böse. Das Wort böse, Nico, brauchen wir auch noch. Bitte weiterklicken. Ra'a. Nochmal? Ra'a. Ra'a. Dieses Wort böse, also man kann den Guten nachlaufen oder den Bösen. Das Wort böse heißt böse, bösartig, schlecht, elend, verursachend, schmerzverursachend, unfreundlich, bösartig im Wesen. Wenn etwas reinkommt, dieses Bösartige, und dem läufst du nach,
werden deine Füße zu etwas, für was sie nie geschaffen wurden. Du läufst dem Bösen hinterher. Und ich möchte dich fragen, wem folgst du? Auf sozialen Medien. Wer ist da drin, dem du folgst? Das ist auch ein Nachlaufen. Wenn irgendein Konzert kommt, welche Karten musst du als allererstes haben? Was musst du genau unbedingt haben, wenn das rauskommt? Zu welchem Konzert willst du unbedingt gehen? Zu welchem, wem willst du unbedingt sehen? Wem eiferst du nach? Bei welchen Plänen bist du sofort dabei? Wenn Leute dir sagen, hey, wir machen das und das und das, ich bin sofort dabei. Da siehst du, wem du nachläufst. Wandelst du auf dem Pfad des Lebens? Sprüche 4, Vers 25 ermutigt uns sehr und sagt, lass deine Augen gerade ausblicken und deinen Blick gerade vor dich gehen. Gib Acht auf die Bahn deines Fußes. Und alle deine Wege seien geordnet. Biege nicht ab zur rechten noch zur linken und lass weichen deinen Fuß vom Bösen. Hier ist dieses Fuß vom Bösen. Deine Füße können dem Guten hinterherlaufen oder dem Schlechten, dem Bösen hinterlaufen. Ich lade dich ein, weiche nicht ab nach links oder rechts. Psalm 1, wir haben das ja ausgiebig gemacht am Jahresanfang. Glücklich der Mensch, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt. So geht das Psalmbuch los. Da steht er weiter, sondern die Lust am Gesetz des Herrn hat und über sein Gesetz sind Tag und Nacht. Und da steht drin, er ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen. Ja, und da steht drin, alles, was er tut, gelingt ihm. Du kannst eine Person sein, die alles, was sie tut, kann dir gelingen. Alles. Oder alles, was du tust, geht im Bach runter. Deine Finanzen, deine Familie, dein Job, deine Gesundheit. Es ist entscheidend, wo deine Füße sind, deine Wurzeln sind. Und Psalm 1 erklärt uns bei diesen Füßen oder wo du hinläufst, wo sitzt du rum, also Kreis der Spötter sitzt, oder den Weg des Sünder betritt, wieder mit den Füßen, ja, oder dem Rat der Gottlosen folgt. Bitte, 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 hör auf, dem gottlosen Rat zu folgen, der durch YouTube ziemlich deutlich oft rauskommt. Folge dem Rat der Gottesfürchtigen, nicht der Gottlosen. Es ist der erste Schritt in die richtige Richtung. Folge nicht dem Rat der Gottlosen. Und den Weg der Sünde betritt nicht und sitzt nicht da rum, wo die Spötter sitzen. Du sitzt heute im überfüllten Haus in der Dennigstraße 22. Gute Wahl. Manche müssen halt bei den Toiletten sitzen, manche bei den Hinterausgängen, manche mit Übertragung. Aber du hockst richtig rum. Du sitzt genau im richtigen Ort. Herzlichen Glückwunsch, ja? Richtiger Ort gewählt, auch wenn du eingeschaltet hast, richtiger Ort gewählt. Warum? Weil das Wort verkündet wird. Und das ist das Entscheidende, ja? Punkt Nummer 6. Ein falscher Zeuge. Das Wort falsch haben wir schon mal gehabt, aber vielleicht kannst du mal sagen. Schicker haben wir schon gemacht. Ist genau das Gleiche wie Lügen. Ja, das haben wir schon einmal gehabt. Lüge, also eine Lüge oder jemanden etwas vortäuschen oder Unrecht, Betrug, Unwahrheit. Ja? Das sind so die Punkte. Was ist das? Über jemanden etwas in inkorrekter Weise aussagen. Also man ist irgendwo zu zweit und man spricht über jemand ganz anderen. Es ist aber falsch, was man da spricht. Das sind die sogenannten falschen Zeugen. Bitte macht das nicht. Gerüchte verbreiten könnte so ein Punkt sein. Dass du falscher Zeuge wirst. Lass in deinem Leben jede Gerüchte enden. Wenn Leute Gerüchte bei dir an, dann bei dir endet's. Du sprichst nur Wahrheit. Das ist der Weg des Lebens. Bitte lass nicht zu, auch nicht in der Gemeinde, dass Gerüchte verbreitet werden. Bereits Kinder geben oft ein falsches Zeugnis ab, damit sie ihre Schuld abweisen von sich selber. Das kam schon bei Adam und Eva vor. Das liegt irgendwie drin. Ja? Also, Gott kommt zu Adam. Was ist da los? Achtung, die Frau. Achtung, die du mir gegeben hast. Also, wenn du nicht die Frau bestraft, bist du selber schuld, Gott. Krass, oder? Die Frau, die du mir gegeben hast. Achtung, Frau. Gott zur Frau. Die Schlange.
Die Schlange hatte niemand mehr, auf was sie schieben konnte. Ja. Und hat die Schlange eben bekommen. Und genau das Gleiche erleben wir heute, tausende Jahre später. Da kommt ein Problem und auf jeden Fall ist einer nicht schuld. Du. Und wenn wir niemand mehr finden am Ende, ist immer der Pastor schuld. Ihr lacht zwar, aber ich weiß nicht, wie oft Zeug bei uns ankommt, von dem wir überhaupt nichts können. Am Ende ist immer der Pastor schuld. Ich lade dich ein, nimm deine Verantwortung. Nimm sie, schmeiß sie in den Müll, das Negative, und nimm das Gute. Nimm das Gute wie in Anspruch. Ja? Wir wollen keine falschen Zeugen sein. Wir wollen nicht Leute sein, die einfach die Schuld rumschiebt mit falschen Worten. Sondern wenn wir was falsch gemacht haben, sagen, okay, alles klar, war falsch, ja. Aber das Blut Jesu Christi reinigt mich. Und wenn wir die Sünde bekennen, ist er treu und gerecht, dass uns die Sünde vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Ja, ich habe es falsch gemacht, ich ziehe die Konsequenzen, aber ab heute werde ich es nie wieder tun, weil Jesus hat mich frei gemacht. In diesem Moment brauchst du keine falschen Zeugen mehr sein. Die Frau, die du mir gegeben hast, die Schlange. Ja? Hören wir doch auf mit diesen ganzen Schuld-Weitergeb-Aktionen. Damit es funktioniert, musst du falsche Informationen weitergeben und schon bist du in diesem Gedanken des falschen Zeugens, der gehasst wird von Gott. Falsche Zeugnisse. Ja? Ich lade dich ein, Apostelgeschichte 1, Vers 8 sagt, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Amen. Was steht dann? Und ihr werdet meine Zeugen sein. Wir sind Zeugen des Höchsten. Wir bezeugen das Evangelium. Wir bezeugen das Wort Gottes. Sei kein falscher Zeuge, der einfach Dinge verdreht und rumdreht. Somit verlässt du mit deiner Zunge wieder, mit deiner Position als Zeuge, den Stand, den Gott dir gegeben hat und rutscht in einer Ebene des falschen Zeuge, was Gott hasst und rutscht raus aus der Bestimmung, die Gott dir gegeben hat, nämlich ein Zeuge in der Kraft des Heiligen Geistes. Sei ein Zeuge in der Kraft des Heiligen Geistes. Halleluja. 2. Mose Kapitel 20, Vers 16. Du sollst gegen deinen Nächsten nicht als Lügenzeuge aussagen. Schon im Alten Testament steht es drin. Bitte nichts Negatives gegen deinen Nächsten sagen. Keine Lügenzeugen. Es gibt ein krasses Beispiel. Kennt ihr die Geschichte von Isabel im Alten Testament? Isabel hatte einen Mann, der war König, Ahab. Und schwache Ahab, starke Isabel, das ist das Schwierige. Also, der, wo Autorität hat, ist schwach, der, wo keine Autorität hat, manipuliert es. So funktioniert das. So, Isabel und Ahab. Ahab, der hat einen Wunsch gehabt, ich möchte gerne so einen Garten haben. Kennt ihr die Geschichte? Ja. Und da ist der Erstkönige 21, könnt ihr mal nachlesen, wenn ihr wollt. Und da gab es so einen Weinberg von diesem Naboth. Naboth, ja. Und dann kommt dieser Ahab zu ihm und sagt, hey Naboth, gib mir bitte deinen Weinberg, ich kaufe ihn ab. Ich möchte damit einen Garten machen, ja, so einen Gemüsegarten für mich. Sagt der Naboth, der ist gerecht, sagt, nö, das ist ein Erbe von meinem Vater. Ich werde das Erbe weiterführen. Es geht mir nicht um dein Geld, Dankeschön. Mir geht es um das Erbe. Ich möchte treuer Verwalter sein von dem, was mein Vater mir gegeben hat. Somit sagt er, nein, ich verkaufe es dir nicht. So, Ahab kriegt ein Nein. Naboth sagt Nein und die Isabel hört es. Oh. Ich habe eine Idee. Wie können wir die Sache lösen? Es geht nur mit dem falschen Zeugen. Suche Leute, zwei Leute, sie schreibt einen Brief dann im Namen vom Ahab auch noch, ja. Und es müssen zwei Männer sein, Söhne der Bosheit, dass sie gegen ihn zeugen. Falsche Zeugen. Du brauchst zwei Leute, die irgendwas sagen. Falsche Zeugen. Die findet man, vorher haben wir gesagt, die Leute, die Lügen reden. Die Zunge, ja, mit der Zunge. Die Lügen reden so. Und wenn du solche Leute findest und dann auch noch, dann kommst du auf die zweite Stufe, falsche Zeuge. Kann dein Wort mit dem falschen Zeuge Tod produzieren? Was ist geschehen? Diese falschen Zeugen reden einfach gegen diesen Naboth
und sagen, du hast Gott und den König gelästert. Stimmt gar nicht. Aber die Zeugen haben das ausgesagt, falsche Zeugen. Und dann führten sie ihn hinaus und steinigten ihn und er stirbt. Garten ist frei. Isabel sagt, Ahab, hallo, hier ist der Garten, nimm ihn doch einfach. Der Eigentümer ist tot. Das Gleiche geschieht heute, immer noch, mit ganz anderen Bildern. Da gibt es irgendjemand, der ist ehrfürchtig vor Gott. Und da gibt es Pläne drumherum, wo Leute versuchen, diese Autorität zu zerstören. Auf verschiedensten Ebenen, wo ich schon gesehen habe. Und sie brauchen die falschen Zeugen, die Lügen reden, die eine Parteiung gründen da drin, um das zu zerstören, was Gott eingesetzt hat. Ich lade dich ein, sei niemals ein falscher Zeuge. Bitte, bitte nicht, weil es produziert Tod für die Menschen um dich herum, aber auch für dich selber. Denn was der Mensch sät, sagt Gott, wird er auch ernten. Nummer 7, Brüder gegeneinander aufhetzen, zankfreien Lauf lassen. Bitte, 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 lass Zank niemals freien Lauf. So, letztes Mal brauchen wir dich, Nico. Was ist das Wort Zank? Medan. Nochmal? Medan. Ja, dieses E, ich wusste nicht, wie man das ausspricht. Umgedreht nach oben. Ja, ist ein ganz kurzes. Okay, Medan. Okay, genau. Wir brauchen die gleich nochmal. Zwietracht oder Streit. Also wenn man zankfreien Lauf lässt, ist es Zwietracht oder Streit. Und dann das Wort aufhetzen. Was bedeutet dieses Wort aufhetzen? Wie spricht man das auf? Nochmal? Schalach. Schalach, ja. Schalach, dieses Aufhetzen. Also Zwietracht oder Streit, aufhetzen. Und dieses Wort aufhetzen, Schalach, heißt säen, senden oder verbreiten. Wenn man etwas aufhetzt. Das passiert meistens im Vier-Augen-Gespräch. Achte bitte, mit wem du unter vier Augen sprichst. Weil bestimmte Dinge werden gesät, verbreitet in diesem Moment. Und Brüder, die gegeneinander aufgehetzt werden oder dieser Zank, der freien Lauf bekommt, hasst Gott und ist eben ein Greuel. Streit und Unfrieden stiften kann zur Spaltung führen, sogar Spaltung von Gemeinden, sogar eine ganze Nation. Kann Spaltung reinkommen und ich lade dich ein, dass du das nicht zulässt in deinem Leben. Wir haben sowas erlebt in der Corona-Zeit. So oft. Ich habe gedacht, also sowas geschieht also nie, dass Brüder, die sich lieben, plötzlich in zwei Gruppen gespaltet werden. Du bist so und ich bin so. So bescheuert. Also wirklich. Denn Gott hat uns doch freigesetzt vom Himmel. Er hat uns doch versetzt in sein Reich. Ist doch sowas von, also wirklich unter jeglicher, naja. Bitte lass niemals zu, dass dieser Streit, Unfrieden reinkommt in dein Herz. Wie soll die Gesellschaft in Frieden leben, wenn wir es als Gemeinde nicht vorleben? Hey, wir haben das Beste, was wir überhaupt haben. Das ist das Blut Jesu Christi. Das Blut Jesu Christi, das uns freigesetzt hat und wir dürfen einander lieben in Einheit. Lass nicht zu, dass Zank gesät wird und dass Brüder gegeneinander oder Schwestern gegeneinander aufgehetzt werden. Bist du bereit, den Streit und die Unruhe, die da hervorkommt, aufzuhetzen oder bist du sie bereit, sie zu schlichten? 1. Korinther 1, Vers 10 gibt uns ein Gebot. Liebe Brüder und Schwestern, im Auftrag unseres Herrn Jesus Christus bitte ich euch eindringlich, hört auf, euch zu streiten. Das ist wie Eltern mit den Kindern reden, oder? Liebe Kinder, hört auf, euch zu streiten. Hier redet ein Apostel des Glaubens, von Gott eingesetzt. Und er sagt nicht nur, das ist meine Meinung. Er sagt, liebe Brüder und Schwestern, im Auftrag unseres Herrn Jesus Christus bitte ich euch eindringlich, hört auf, euch zu streiten. Und dann geht's weiter. Duldet keine Spaltungen in der Gemeinde, sondern steht fest zusammen und seid euch einig in dem, was ihr denkt und entscheidet. Das funktioniert nur mit Demut. Lassen wir nicht zu, dass diese Wurzel der Bitterkeit in unsere Gemeinde reinkommt. Amen. Wir lassen es nicht zu.
Und ich spreche das deutlich aus, als einer, der Autorität bekommen hat in der Gemeinde, es wird keine Spaltung in dieser Gemeinde zustande kommen. Und die Pforten der Hölle werden die Gemeinde nicht überwinden können, in Jesu Namen. Und jede Aktivität eines Hexen in diesem Raum hat keine Macht, wo der Name Jesus ist. Kein Satanist, der sich versucht, hier irgendwie reinzukommen, deine Macht ist hier beendet in dem Namen des Herrn. Denn diese Gemeinde ist durch das Blut Jesu Christi, das Kostbarste vom Himmel, freigesetzt worden. Und hier ist ein Ort der Gerechtigkeit, dem Namen des Herrn. Und keine Macht der Finsternis hat hier Platz in Jesu Namen. Keiner esoterischer Müll wird sich hier verbreiten, sondern hier verbreitet sich das Wort Gottes in Jesu Namen. Jawohl. Yes. Psalm 133, wir kommen langsam zum Ende. Dann machen wir eine coole prophetische Handlung. Ich freue mich, ja. Gott hat mir das gezeigt. Ihr lächelt schon. 133, Vers 1 von David. Siehe, wie gut und wie lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Das ist so gut. Ich habe die Woche so eine Aufnahme gemacht, so eine Videoaufnahme in so einem Werk. Und dann haben wir stundenlang irgendwelche Interviews geführt und ich habe erzählt über Übernatürlichkeit und über Himmel und über Heilung und Befreiung. Alles Mögliche wurde also mich gefragt. Habe ich so Interviews gemacht. Und dann in der Zeit haben wir dazwischen immer gegessen. Gefrühstückt, Mittagessen, Abendessen, ja? Mit den Mitarbeitern. Und dann saß ich da halt rum mit diesen Mitarbeitern, waren so Techniker und ja. Gut, war alles okay, ja? Und dann waren auch ein paar Frauen da so dabei. Ich weiß gar nicht, was die gemacht haben, keine Ahnung. Und hat mich auch nicht interessiert. Und da waren ein paar Kinder und habe ich mit denen Quatsch gemacht. Ich fand das cool, ja. Also von der übernatürlichen Interviewebene auf Quatsch machen mit Kindern. Ich finde das richtig cool. Mach Quatsch mit denen und so, bam, bam. Und dann sage ich, jetzt ist wieder 14 Uhr, jetzt müssen wir weiter Interview machen. Alles gleich, steh auf, Interview, machen wir weiter. Und am Ende des Tages, wir verabschieden uns von den Leuten, kommt eine Frau auf uns zu, und weint bitterlich, eine von diesen Mitarbeitern. Und ich, oh nein, was ist jetzt geschehen? Konnte es ja nicht zuordnen. Sagt der eine Leiter dort zu mir, Daniel, sie ist so berührt, wie du als Diener Gottes mit den Kindern umgegangen bist, weil du in Liebe zu ihnen gekommen bist, weil du Familie vorgezeigt hast. Und sie hatte das nicht gehabt in ihrem Leben und sie wurde so berührt. Nicht von der starken Botschaft, die ich da bringe. Ich fand sie stark. Hat genau gar nichts gebracht. Im Vergleich, oder ein bisschen was, im Vergleich zu dem, wie wir miteinander umgehen. Lasst uns wieder Familie sein, die einander liebt. Hey, die Leute da draußen brauchen doch nicht die nächste Predigt, Predigt Nummer 5800. Die Leute brauchen die Liebe untereinander. Wo finden Sie den Ort, wo die Liebe sichtbar wird? Und das, die suchen das, die Leute. Ja? Deswegen ist das Wort Gottes hier, wie gut und lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Lass bitte nicht zu, dass irgendeine Spaltung in dein Herz reinkommt. Bleibe in der Liebe. Das ist das Beste für dich und das Beste auch für die Gemeinde. Dann letzter oder vorletzter Vers, Sprüche 18, Vers 15. 15, Vers 18. Ein Hitzkopf schürt Zank und Streit, aber ein besonnener Mensch schlichtet ihn. Wunderbar. Bitte ab heute kein Hitzkopf mehr sein. Amen. Ab heute sind wir nur besonnene Männer und Frauen Gottes. Amen. Unsere Aufgabe ist, Streit zu schlichten. Okay? So, wie Eltern. Vertragt euch wieder. Gerd, aber vertragt euch wieder. Liebt einander. Genau. Das ist Gemeindeleben, ja. Genau, das ist jetzt so lustig gemacht. Aber wenn man das nicht macht, kickt das manche Menschen raus aus der Gemeinde. Und die kommen nie wieder zurück. Manche Leute spielen mit ihrer Ewigkeit. Bitte macht diesen Quatsch nicht. Der Preis ist zu hoch. So, deine Verantwortung vor Gott. Und jetzt kommen diese 7 Punkte. Das gefällt mir. Jetzt kommen wir gleich zu der prophetischen Handlung am Ende. Die Dinge, die Gott hasst und die Dinge, die Gott liebt. Jetzt kommen wir zu den Dingen. Wir entscheiden uns für die rechte Seite. Amen. Gott hasst stolze Augen, haben wir gelernt. Was ist das Gegenteil? Augen, die in Demut auf Jesus blicken. Amen. Wir wollen eine Gemeinde sein, dessen Augen immer nur auf Jesus guckt. Immer nur auf Jesus, ja. Punkt Nummer 2.
Eine Zunge, die Lügen verbreitet, hasst Gott. Aber was liebt Gott? Eine Zunge, die Wahrheit redet. Ab heute reden wir nur noch Wahrheit. Ja, nicht Lügen, Wahrheit. Punkt Nummer 3. Hände, die unschuldiges Blut vergießen. Wir sind heute Menschen, deren Hände nur Gutes tun. Amen. Gott liebt, wenn deine Hände Gutes tun. Mit dem kannst du Hände auflegen und Leute werden geheilt. Amen. Du hast heilende Hände. Die sind ganz besonders, deine Hände. Punkt Nummer 4. Ein Herz, das finstere Pläne schmiedet, hasst Gott. Aber Gott liebt ein Herz, das gerechte Pläne schmiedet. Mach Dream Days wieder. Träume mit dem himmlischen Vater. Gott, was möchtest du die nächsten Monate, die nächsten Wochen, die nächsten Jahre mit mir tun? Schmiede Pläne, die gut sind vom Himmel. Und nicht negativ. Der hat mich verletzt. Und dann geht's los, ja? Hör auf, schmeiß es raus und tu gute Pläne schmieden. Punkt Nummer 5. Füße, die eilig dem Bösen nachlaufen, ist das, was Gott hasst. Aber was machen wir mit unseren Füßen? Dann ist das deins. Füße beschut mit der Bereitschaft für das Evangelium des Friedens. Amen. Unsere Füße sind beschut mit der Bereitschaft für das Verkündigung des Evangeliums. Dafür sind unsere Füße gemacht. Nicht irgendwelchen Leuten zu folgen, ja, die irgendwas Böses tun, sondern Bereitschaft des Evangeliums. Punkt Nummer 6, ein falscher Zeuge. Und Punkt Nummer 6, was Gott liebt, Zeugen, die die Wahrheit verkündigen. Punkt Nummer 7, Brüder gegeneinander aufhetzen, das hasst Gott, aber ein Friedensstifter sein, das liebt Gott. Halleluja. Halleluja. Schaut nochmal rum, klick nochmal zurück auf Punkt Nummer 1 bis 4. Punkt Nummer 1, da geht es um deine Augen. Ja, Punkt Nummer 2, da geht es um deine Zunge. Punkt Nummer 3, da geht es um deine Hände. Punkt Nummer 4, es geht um dein Herz. Punkt Nummer 5, es geht um deine Füße. Punkt Nummer 6, auch um deine Zunge, gell? Zeugen. Und Punkt Nummer 7, wir sind Friedensstifter, ja? Hier seht ihr, hier geht es um deine Augen, um deine Zunge, um deine Hände, um dein Herz, um deine Füße, wieder um die Zunge. Und beim Aufhetzen geht es auch um deine Zunge eigentlich, gell? 3 von den Dingen hat mit Zungen zu tun. All diese 7 Dinge, von denen wir in der heutigen Gesellschaft, die wird in der heutigen Gesellschaft total normal gemacht. Also die linke Seite wird total normal. Damit wird Ellenbogengesellschaft in der Wirtschaft gemacht. Das ist total normal. Aber bitte, 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 lassen wir unser Denken erneuern in der Gemeinde. Wir denken nicht, wie die Welt denkt. Wir denken, wie das Reich Gottes denkt. Die letzte Stelle, und dann wollen wir die prophetische Handlung rein. Lobpreisteam kann schon vorkommen. Römer 12, Vers 2. Seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüft, was der Wille Gottes ist, das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Ich schicke euch heute nach Hause mit dem Auftrag, werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes. Ja? Eure Glieder gehören dem Herrn. Werdet nicht gleichförmig dieser Welt, sondern verwandelt. Und wir wollen jetzt gleich eine prophetische Handlung machen. Wir wollen alle unsere Organe Gott zur Verfügung stellen. Okay? Nochmal diese Übersicht. Punkt Nummer 1 waren die Augen. Wir werden die Hände auf die Augen auflegen. Sagen, Jesus, meine Augen werden niemals stolz sein. Sie werden nur auf Jesus blicken. Ja, machen wir gleich. Also nur für die, wo das wollen. Dann Zunge. Meine Zunge wird nur die Wahrheit reden. Also Hände auflegen auf die Zunge ist schwierig. Aber du kannst so. So. Ist das okay? Ja, so ein bisschen, ja. Also nicht so volle Kanne, ja, sondern so. Ist das okay? Ja, haben wir zumindest mal aufgelegt. Ja? Unsere Zunge gehört dem Herrn und wir werden nur Wahrheit reden. Dann kommen die Hände. Du kannst deine Hand auf deine Hand auflegen. Ja? Also so, Hände auflegen. Ja? Unsere Hände werden nur Werkzeuge der Gerechtigkeit sein. Wir entscheiden uns heute, dass wir in unseren Händen nur Gutes tun wollen. Unser Herz, wir werden unsere Hand auf unser Herz legen. In unserem Herzen werden nur Pläne der Gerechtigkeit geschmiedet. Und unsere Füße, wenn du auf einem Bein stehen kannst, nimmst du einfach deinen Fuß in die Hand. Wenn nicht, nimmst du einen anderen Fuß in die Hand. Genau. Scheiße. Dann machst halt so einfach, ja, irgendwie so Füße. Und sagst in Jesu Namen, meine Füße sind beschut mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums.
Ich werde nicht dem Bösen nachlaufen. Ja? Dann Punkt Nummer 6. Zeugen, wir werden immer die Wahrheit reden. Da brauchen wir deine Zunge wieder. Ja? Mal gucken, wie das sich anhört, wenn wir alle so... Mal gucken. Und wir werden immer ein Friedensstifter sein. Da werden wir am besten unsere Hände heben und sagen, Gott, wir wollen Friedensstifter sein. Ja? Okay, seid ihr bereit für diese prophetische Handlung? Ja? Stehen wir zusammen auf. Ich spreche vor. Ihr dürft gerne nachsprechen. Leg mal deine heilende Hände auf deine Augen und spreche einfach nach. Jesus, ich entscheide mich heute, niemals stolz zu schauen. Ich entferne die stolzen Augen. Ich entscheide mich, mit meinen Augen nur Jesus anzuschauen. Dann nimm mal deine Hände wieder jetzt auf deine Zunge. Hier darfst du mal probieren. So, jetzt testen wir mal, wie wir reden können. Halleluja. Meine Zunge wird keine Lügen mehr verbreiten. Meine Zunge wird nur Wahrheit reden. So, jetzt auf deine Hände. Leg mal deine Hände zusammen. Oh, hört sich gut an. Meine Hände werden kein unschuldiges Blut vergießen. Meine Hände werden nur Gutes tun. Und meine Hände werden Kranke heilen. So, jetzt auf dein Herz drauflegen. Mein Herz wird keine finsteren Pläne schmieden. In meinem Herzen werden nur gerechte Pläne geschmiedet. Ich werde Visionen haben in meinem Herzen. So, jetzt kommen die Füße. Versuch's mal, ja, so oder so, irgendwie halt. Meine Füße werden nicht eilig dem Bösen nachlaufen. Meine Füße sind beschut mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums. Meine Füße laufen dem Herrn Jesus hinterher. So, wir brauchen wieder deine Zunge. Ab heute bin ich kein falscher Zeuge mehr. Ich bin ein Zeuge der Wahrheit. Halleluja. Jetzt letzter Punkt, Nummer 7. Wir heben unsere Hände hoch. Jesus, wir entscheiden uns. Wir wollen die Brüder nicht gegeneinander aufhetzen. Wir wollen Friedensstifter sein. Kannst du mal die Hand von deinem Nachbarn nehmen? Sprech mal nach. Jesus, wir entscheiden uns für die Einheit in der Gemeinde. Für die Einheit im Leib Christi. Für die Einheit unter Brüdern und Schwestern. Ich lasse nicht zu, dass eine Spaltung kommt zwischen mir und meinem Bruder oder Schwester. Ich vergebe alles. Immer. Und ich bleibe in der Liebe. Du hast uns teuer erkauft. Mit deinem Blut. Dafür danke ich dir. Und wir bleiben in der Einheit. Und alle sagen Amen. Jetzt wollen wir nochmal tanzen für den Herrn Jesus Christus. Applaus für Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus.